Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Einschalter, bis das Licht angeht. Das Nephrologe. Wählen Sie den Behandlungsmodus, um den Test zu starten. Öffnen Sie den Bicarbonat-Kartuschenhalter und setzen Sie die Nephrocard ein. Schließen Sie ein Säurekonzentrat über den Ansaugstab oder eine zentrale Versorgung an. Platzieren Sie den Dialysator in der Dialysatorhalterung. Schlauchsystemtyp, Lotnummer und andere Informationen finden Sie auf der Verpackung. Öffnen Sie die Verpackung an der Markierung und entnehmen Sie das Schlauchsystem. Das HDF-Schlauchsystem besteht aus der arteriellen und der venösen Leitung sowie dem Substitution. Überprüfen Sie das Schlauchsystem, um sicherzustellen, dass es verwendet werden kann. Überprüfen Sie Kappen und Verbindungen, damit sie nicht lose sind. Die Sordial X zeigt das Bild einer leeren Maschine und unterstützt Sie beim Aufbauen mit Texten und, nachdem Sie das Schlauchsystem erkannt hat, mit dem Bild der vollständig aufgebauten Maschine. Legen Sie das arterielle Pumpensegment mit der unteren Seite. Führen Sie die arterielle Leitung spannungsfrei durch alle Schlauchhalterungen. Verbinden Sie die Druckleitungen und führen Sie die Leitung durch den BVM-Sensor und die arterielle Klemme. Vergewissern Sie sich, dass die Tür der BVM-Kammer vollständig geschlossen ist. Verwenden Sie die Schlauchhalterung für die Leitung, die zum Dialysator führt, und verbinden Sie den roten Anschluss mit dem Dialysator. Für den Moment platzieren Sie die arterielle Leitung in einer der Halterungen. Platzieren Sie die venöse Kammer in Ihrer Halterung und verwenden. Auf diese Weise haben Sie einfachen Zugang zu den Ports für die Prä- und Postdilution. Verbinden Sie die venöse Druckleitung. Führen Sie die Leitung durch die venöse Klemme und schließen Sie die Tür. Verbinden Sie die venöse. Legen Sie jetzt das Pumpensegment für die Substitutionspumpe ein. Nun wird auf dem Bildschirm das Gerät mit HDF-System gezeigt. Verbinden Sie die arterielle Leitung mit der längeren Substitutionsleitung. Wird Heparin verwendet, verbinden Sie eine Spritze mit der Heparinleitung und legen Sie sie in die Heparinpumpe ein. Um die Dialysatseite zu füllen, folgen Sie den Haben Sie die Dialysatkupplungen angebracht, folgen Sie. Nach dem Füllen der Dialysatseite drehen Sie den Dialysator mit der blauen Seite nach oben, um die Blutseite zu füllen. Drücken Sie Priming, um das Priming-Fenster zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen und öffnen Sie den Substitutionsport und schließen Sie die kürzere Substitutionsleitung dort an. Drücken Sie OK, um mit dem Füllen zu beginnen. Da ein HDF-Schlauchsystem verwendet wurde, wird die Maschine automatisch online füllen. Das Blutschlauchsystem wird automatisch gefüllt. Gegen Ende des Füllprozesses verwendet das Gerät die letzten 50 ml. Wenn die Maschine fertig ist, ist sie bereit für die Behandlung und geht automatisch in die Zirkulation.